Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Lange nicht mehr gemacht, jetzt wieder da, angespielt. Ich spiele ein paar Spiele an, ich habe so viele Keys wieder zugeschickt bekommen von Spieleentwicklern. Und ja, hier sind wir. Wir fangen an mit Crash Day Redline Edition. Ja. Kann online spielen, gegen andere geht. Aber ihr seht schon, kein Server online, aber vier Spieler sind online. Vier Spieler sind online, steht da. Jetzt könnte man ein Spiel erstellen, aber naja. Einzelrennen, Wrecking Match, zerlege deine Widersache in 1000 Einzelteile, Beulen, Kanonenfeuer und Raketeneinschläge. Heute ist alles erlaubt. Stunt Show, beeindrucke dein Publikum mit gewaltigen Sprüngen und gekonnten Landungen, selbstmörderischen Crashes und wilden Überschlägen. Je mehr Tricks du nacheinander vollführst, desto besser werden deine Kombos belohnt. Jeder einzelne Stunt zählt. Der Fahrer mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt. Hold the Flag. Schnapp dir die Flagge, indem du sie von der Strecke aufhebst oder das Auto des Flaggenträgers rammst. Bist du im Besitz der Flagge, durchfahre die markierten Checkpoints. Der Spieler, der zuerst eine Anzahl von Checkpoints durchfahren hat, gewinnt. Rennen. Okay, passiere alle Checkpoints. Pass the Bomb. Eine Bombe auf deinem Sach, sieh zu, dass du das verdammte Ding los wirst, bevor es explodiert. Durch Rammen deines Gegners gibst du die Bombe ab. Du bekommst 0 Punkte, wenn du drauf gehst, 1 Punkt, wenn du überlebst und 3 Punkte, wenn du als letzter die Bombe hattest. Bevor sie jemand anderen hochjagte. Bomb Run. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit beginnt eine Bombe an Bord zu ticken. Sobald du jetzt langsamer als diese Geschwindigkeit fährst, geht dein Wagen in die Luft. Durchfahre die markierten Checkpoints und überlebe so lange wie möglich. Okay, Testfahrt. Ja, einfach nur rumfahren. Wir starten mal Karrierespiel. Obwohl, Minispiele, was haben wir da noch? Weitsprung, spring du weit du kannst. Autobombe, trifft die Rampe, bevor dein Fahrzeug hochgeht. Fahre so viele Checkpoints wie möglich, ja. Okay, und dann kann man noch einige andere freispielen. Wir starten mal Karrierespiel. Meine Garage. Was habe ich denn? Okay, bis jetzt habe ich nur das Fahrzeug. Farbe kann man ändern. Wie komme ich da runter? Okay, runter geht wohl nicht. Weil ich würde gerne da unten noch gucken, ob man da irgendwas ändern kann vom Farbton her, aber nee, das geht wohl nicht. Was ist mit anpassen? Nitrofarbe. Ah, okay. Finde ich grün eigentlich ganz cool. Und hier unten sehen wir auch Höchstgeschwindigkeit, Beschleunigung, Wreck, Panzer und so weiter. Also denke ich mal, wird man neue Fahrzeuge freispielen können. Den Shop besuchen. Motortuning kann man auch machen. Leichtes Tuning so. Ist aber nicht billig. Ich habe nur 6.000 Dollar, habe ich vorhin am Anfang gesehen. Leichtes Tuning, schweres Tuning schon 32.000. Wrecking Kits, Panzerung, Bereifung, Frontschürzen. Ja, die sind jetzt nicht so teuer. Da wäre aber schön, wenn man die Veränderung vorher sehen würde. Ja, das sieht gut aus, das machen wir. Heckschürze. Ah, nee. Das sieht wieder gut aus. Blaulicht entfernen? Nein, das Blaulicht muss drauf bleiben. Ich finde, das ist insgesamt ein bisschen dunkel auch. Ja, guck mal, jetzt habe ich schon nur noch 3000. Ja, ist okay. Also, Event spielen. The right run for the job. Wrecking Match. Ich weiß noch genau, wie es damals begann. Im Prinzip war alles da. Autos, Werkstatt, Garagen, Sprit, die Rampen. Der ganze Kram, der dazugehörte, um richtig groß ins Renngeschäft einzusteigen. Wir hatten nur ein Problem. Wir brauchten fähige Fahrer. Fahrer, die bereit waren, ihren Hals für uns zu riskieren. Also haben wir es richtig wichtig aufgezogen und veranstalteten so eine Art Aufnahmeprüfung. Denn wir wollten die Besten. Mit weniger haben wir uns nicht abgegeben.
Zerstöre 10 Fahrzeuge. Das hört sich doch schon mal gut an. Das sieht so ein bisschen aus wie Twisted Metal. Spielt sich auch so. Fahrphysik ist jetzt mal gar nicht so scheiße. Handbremse funktioniert auf jeden Fall, wie sie sollte. Grafik ist auch eigentlich okay, oder? Ich finde, es sieht schon nice aus. Und es ist gar nicht so schwer, jetzt sich umzugewöhnen von der Griffhaltung. Oh. Oh, nur noch 3%, scheiße. Irgendwo muss doch... Irgendwo ist bestimmt auch was zum Heilen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hier muss doch irgendwo was zum Heilen sein. Wo ich jetzt echt damit klarkomme, dass ich so wenig Energie habe, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, doch, anscheinend ja. Na gut, dann gehen wir nochmal ins Spielgeschehen rein. Die Musik finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Oh, Emmett Brown! Emmett Brown hat mich zerlegt! Nicht wirklich, oder? Also die Raketen, behaupte ich jetzt aber auch mal, suchen sich schon ziemlich genau das Ziel. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Raketen einfach geradeaus fliegen. Ich würde sagen, die sind schon etwas zielsuchend. Sobald in der Crash-D-Liga ein Zündschlüssel umgedreht wurde, ist in einer Sekunde mehr Geld verbrannt worden, als meine Frau in einem Jahr ausgeben kann. Sie wissen ja, wie das ist. Da gibt man den Weibern einmal eine Kreditkarte und wenn man nicht aufpasst, ist alles zum Teufel. Du musst dafür sorgen, dass der Geldstrom kontinuierlich fließt, sonst laufen sie dir weg. Frau, Familie, Freunde, alle. Die fassen dich sonst nicht mal mehr mit der Knarfzange an. Also sorgst du dafür, dass immer ausreichend Geld in der Kasse ist. Genau das war mein Job. Und glauben Sie mir, ich war der Beste, den die Bosse für diesen Job kriegen konnten. Nicht schlecht. Im Übrigen möchte ich euch daran erinnern, wenn ihr mich unterstützen wollt, unter dem Video ist ein Link, wo ihr dieses Spiel erwerben könnt oder mich mit Spenden unterstützen könnt. Just saying, weil ich verdiene mit YouTube ja nichts, keine Werbung oder so. Ist kein Muss, aber wäre nice. So, spielen wir noch ein Event, oder? Oh, direkt drei verschiedene. Stunt, Stunt Show. Rundkursrennen. Und Sprintrennen. Machen wir erstmal die Stunts. Wir organisierten den Fuhrpark und waren für den Bau der Stunt-Elemente verantwortlich. Der Shop war nur Fassade. In Tonys Shop holten wir nur das Geld wieder rein, das wir vorher den Fahrern als Prämie ausgezahlt hatten. Zumindest teilweise. Dieses Geld steckten wir dann wieder in den Bau neuer Stunt-Elemente. Große Rampen, kleine Rampen, Loopings. Für unsere Nachwuchshelden hatten wir zum Beispiel eine Strecke gebaut, die nur aus kleineren Rampen bestand. Dort konnten sie ihre ersten Erfahrungen in der Liga machen. Okay,
Beeindruckend ein Publikum mit gewaltigen Sprüngen und gekonnten Landungen, selbstmörderischen Crashes. Ja. Oh, lass mich doch raus da! Okay, also das Stunt-Dingen finde ich jetzt nicht so mega. Ja, schön. Wow. Naja, gewonnen. Was will man mehr, ne? Ja, ich habe immer noch nicht genug für das... Warum sagt er mir, ich soll in die Garage? Ist doch gar nichts. Ich habe noch immer nicht genug für ein starkes Tuning. Die Idee also, mit den DVDs ist bei den alten Herren zunächst gar nicht gut angekommen. Zu viel Publicity. Es brauchte erst eine Zeit, bis sie merkten, dass der Verkauf der Videos sich indirekt auf die Einnahmen aus den Wettbüros auswirkte. Je mehr Videos wir vertickten, desto mehr Volltrottel schleppten ihr Geld in die Wettbüros. Von da ab hatten wir grünes Licht. Scheiße, wir haben so viel Kohle gemacht. Die ganze Welt gehörte uns. Kennen Sie noch den Kolburgring? Noch bevor die Strecke offiziell fertiggestellt war, haben wir dort ein Rennen organisiert. Die Leute liebten uns für solche Einfälle. Wow. Ich bin impressed. Ich erst mal gucken, ob ich mit der Fahrphysik gut hinkomme. Weil also für so Ballern und so weiter ist das ja schon okay, die Steuerung. Ja, okay. Es geht. Hä? Warum hat er mich denn zurückgesetzt? James Hamilton.
Alles klar. Oh, fuck. Ja, okay, also die Steuerung ist jetzt für die runden Rennen vielleicht nicht so falscher Checkpoint. Aber die Musik gefällt mir. Aber wie gesagt, da bin ich bei solchen Spielen immer vorsichtig. Ist das Copyright dafür oder die Rechte dafür, die Lizenzen, sind die dafür eingeholt worden? Ich hoffe es. Okay, jetzt habe ich mich dran gewöhnt. Jetzt geht's. Ist halt wie bei jedem Spiel, ne? Man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Und die Fahrphysik, die ist tatsächlich hier auf dem Sandboden nicht so wie auf der Straße. Da muss man dann tatsächlich aufpassen, wie man das mit dem Nitro macht, dass man das nicht übertreibt. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da wirklich so drauf geachtet wird. Aber ja, auf der Straße ist die Fahrphysik eine andere. Tatsache. Oh, fuck. Das sind die Checkpoints anscheinend. Ah, wieder umdenken. Sandboden. Ja, aber ja, immer einen im Nacken sitzen, ne? Ist jetzt vorbei. Jawohl. Gerade jetzt, wo gute Musik kommt. Nein, weitere gute Musik. So, jetzt hätte ich zum Beispiel Geld für ein schönes Tuning. Ich hoffe, das schwere Tuning lohnt sich auch. So, der Rest ist eigentlich wirklich nur, ja, Panzerung, Wrecking. Ach komm, jetzt hör doch auf.
komm, egal. Hauptsache mal bessere Reifen. Heckschürze haben wir, Fahrzeug haben wir, Motorhaube. Naja, ist jetzt ja nicht so mega. Ah, das geht schon. Aber was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist ein Heckflügel. Aber nicht der. Der. Der Klassiker. Okay, da gibt es nur komplette Sets. Polizei habe ich schon. Den finde ich noch ganz cool. Also ihr seht schon, es gibt eine Menge. Jetzt kann ich mir kein Sportfahrwerk mehr leisten. Na toll. Mach mal Sprengtreff. Das war ideal für unsere Zwecke. Abgelegen, einsam, ein kleines Scheißkaff mitten in den Alpen. Generell wurden dort Probleme gelöst. Macht uns jemand Ärger, war Zinkenbach die Lösung. Du musstest nur gut vorbereitet sein und den Bauern ein, zwei präparierte Flaschen Schnaps geben, damit sie gut schlafen. Schweine stellen keine Fragen, was sie fressen. Aber Bauern stellen Fragen, was ihre Schweine fressen. Und wenn Bauern Fragen stellen, kannst du sicher sein, dass du die ganze Scheißnacht damit beschäftigt bist, noch mehr Probleme zu lösen. Natürlich wurden auch Rennen in Zinkenbach gefahren. Die Offroad Stage zum Beispiel. Okay. So, mal gucken, was das Heavy Tuning gebracht hat. Boah, dass das auch noch so eine Offroad-Strecke ist wieder. Dann hätte ich mal gerne gewusst, was das Heavy Tuninger bringt. Weil das stand da ja nicht. Oh. Soll ich querfeld einfahren? Da ist wohl mein Scheinwerfer weggeflogen. Oh, nein, nein, nein! Hä? Falscher Checkpoint kann gar nicht sein. Immerhin hat der Computer mich zurückgesetzt. Das wäre ja katastrophal, wenn der Computer einen zurücksetzt und dann auch noch zum falschen Checkpoint. Ja, das wäre ein unverzeihlicher Fehler.
Ja, ist klar, weil ich über den Checkpoint drüber fliege, ist er verfehlt. Das kann es nicht sein. Mann, Mann, Mann. Also in der Zeit auf jeden Fall geschafft. So, jetzt können wir noch mal hier gucken. Aufhängung, Sportfahrwerk. So, dann habe ich auf jeden Fall beides. So, warte mal jetzt. You got something I need, wrecking match. Bei so viel Geld ist es klar, dass früher oder später ein paar Armleuchter versuchen werden, dir das Geschäft zu versauen. Okay, kleine Verluste hat man immer. Besonders da, wo Bargeld fließt. Hier und da stecken sich die Leute eben mal was ein. Was soll's? Das ist einkalkuliert und niemanden kratzt es. Aber als die Wetten nicht nur von uns manipuliert und Fahrer offensichtlich bestochen wurden, war es an der Zeit, einen Warnschuss abzufeuern. Wir hatten ziemlich bald zwei Arschgesichter im Visier, die ihre Finger zu tief in den Honigtopf gesteckt hatten. Jetzt galt es nur noch, einen Fahrer zu organisieren, der den beiden eine Lektion erteilen sollte. Jemand, der unverfänglich war und austauschbar. Okay. Zerlege deine Widersacher. Das kann ich. Ich habe nur keine Waffen. Oder liegen hier irgendwo Waffen rum? Anscheinend nicht. Erstmal Abstand zum Ziel. Ach Mann! Ja, ohne Waffen ist natürlich echt scheiße. Wahrscheinlich hätte ich mir so ein Wrecking Kit oder sowas kaufen müssen. So, einen hätten wir. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich den letzten platt mache. Scheiße. Ja, so wird halt nix.
Ich sehe nichts mehr. Ah. Ja gut, also ohne Waffen ist das schon scheiße. Aber geschafft trotzdem. Jetzt könnte man natürlich gucken im Shop. Fracking Kits. Da ist aber auch keine Erklärung, was das ist. Das ist das Problem. Schweres Fracking Kit. Panzerung. Das bringt natürlich auch alles was für diese Wreck-Sachen. Ah, da, Waffen. Ist aber noch nicht freigeschaltet. So. Ja, einen Streckeneditor gibt's auch. Hier kann man sich dann seine eigene Strecke basteln. Hilfe schließen. Da muss man allerdings dann zu Maus und Tastatur greifen. Ja, macht man hier so. Zack. Zack. Gibt nicht nur Straßen, gibt auch Landstraßen und Autobahnen. Unbefestigte Straßen. Meine kann man auch drehen. Reinzoomen. Genau, mit Rechtsklick kann man die drehen. Rennstrecken, Arena, Tribüne. Naja, ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Brücken, Tunnel, Stuntsets, wo man dann springen kann. Zack. Industrie, Gebäude. Also es gibt schon eine ganze Menge hier zu machen. Dann hier noch Objekte wie Leitplanken, schwere Objekte, Pickups. Das ist natürlich für die Deathmatch-Sachen ganz geil. Und dann kann man hier halt Waffen und so reinsetzen. Checkpoints für Rennen. Das ist schon eine coole Sache so. Verlassen. Ach. Ah. Verlassen. Nein. Das Einzige, was mich halt stört, ist wirklich beim Online-Spielen. Okay, jetzt ist tatsächlich ein Server da. Es sind halt wenig Server da, weil wenig Leute das Spiel kennen. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn euch das Spiel gefällt und ihr überlegt euch das zu kaufen. Halt erstmal mein Ding zu benutzen. Und zweitens, mit mir zusammen zu spielen. Fände ich eigentlich ganz cool. Ansonsten hoffe ich, das Angespielt-Video hat euch gefallen. Lasst einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.